Vorletzte KSM in der Welt. Kommt schon, Ladebildschirm. Lass mich jetzt nicht hängen. Oh, das geht los, es geht los, es geht los, es geht los. Ah, ah. Oh, gleich erstmal Fail. Like a Mammut und so. Ah, und dann immer diese tolle Steuerung hier so nebenbei. Ah. Dass man halt manchmal einfach nicht von diesen Wänden wegkommt. Einfach mal weil. Ja, habe ich nicht kommen sehen. Obwohl, ich hab's befürchtet, aber nicht gehofft. Los, mehr. More Speed! Nee, es wird wahrscheinlich nichts mehr. Aber ich komm näher ran, Ah, da sind mir wieder die Dinger im Weg und da hinten verschwindet er um Ecke. Ah, nee, das wird nichts. Der erreicht sein Ziel vor uns. Zeit abgelaufen. So viel Mühe und sowas für nix. Ist doch scheiße. Was bei mir alles scheiße ist, ich weiß, aber trotzdem. Nein, ich bin nicht demotiviert. Nein. So, jetzt kümmern wir uns mal wieder um 300.000 Robotergedöns. In Hoffnung, dass es auch noch so hinhaut, wie ich es mir vorstelle, aber ich denke eigentlich schon. Ab einem gewissen Punkt wissen wir ja, wir können so viel Team Blast machen, wie wir lustig sind. Einfach mal weil und so. Ja, es war gegen die Lanze gesprungen. Das ist so ätzend einfach nur. So, einfach auf ihn hier drauf, bis er dann tot hat. Oder kaputt. So. Ich glaube, diese Auseinandersetzung hier war dann die, die ganz, ganz toll ist. Mit so einer Kanone und jede Menge Spaß. So, machen wir den hier. So. Ja, jede Menge Ringe, yay. Damit wäre jetzt unser Team Blast wieder bereit. Für den Fall eines Falles. So, nochmal. Weil wir es können. Nur die Ringe, die wir jetzt eingesammelt haben, sollten dafür ausreichen, dass wir dann hier nochmal Team Blast bekommen. Aber mal gucken. Siehst du, das sage ich doch. Gleiche nochmal. Das ist halt relativ einfach mit denen. Bis zu einer gewissen Stelle. Das hat es mit Einfachheit nichts zu tun, sondern einfach nur mit Blödheit. So, weg mit dir. Ach, jetzt kommt hier auch der Dicke. Okay. Hoffen wir, dass es auch bis an den Rand zu den Flugbots da reicht. Kann man sich manchmal nicht so sicher sein. Aber es hat gereicht. Sehr schön. Ja, drei von denen. Und nochmal. Ja, das ist wirklich einfach nur noch ein Witz. Aber was soll's. Ist halt so. So, weiter. Wir sind nicht ringsüchtig oder sowas. Nein. Die können es halt einfach nur.
Und ja. Und das hier, liebe Freunde, ist genau das, was ich meine mit es ist ätzend. Wir müssen nämlich jetzt mit Vector hier auf jeden Fall zuerst rein, damit wir da halt Pern zielen können. Und dann da hinten hinschießen, dass wir auch ja jeden von denen erwischen. Ist das nicht ein Traum? Richtig, es ist kein Traum. Das ist das, was ich immer so ätzend fand hier. Aber naja. Dann so völlig random einfach mal irgendwo hinschießen in der Hoffnung, dann irgendwas zu treffen. Ist halt ein Spaß. Für einfach jeden. Das dauert nur eine halbe Stunde. Keine Panik. Kriegen das hin. Und dazu halt dann die diese möchtigen halben Eggcorks, die da hier vorbeifliegen, die müssen wir auch erwischen. Und wir treffen auch einfach mal manchmal nix. Das können wir auch sehr gut. Aber was soll's. Ja, voll an den Eggcorks vorbei. Dachte ich, erwische sie, aber falsch gedacht. So, wieder rein. Sind hier nur noch 7 Gegner insgesamt. Und das ist einfach nur nervig. Also, so richtig nervig. Yeah, wieder einer erwischt. Yeah. Wieder einer erwischt. Yeah. Man muss sich echt über jeden einzelnen Deppen freuen, den du hier erwischt. Sonst weiß ich auch nicht. So, die haben wir schon mal. Brauchen wir noch die Eckvögel da. An dem wir einfach mal vorbeifliegen. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Gut, nochmal. Jetzt müssen wir halt immer warten. Das ist toll. Nicht ein erwischt. Sehr schön. Weiter so. Es wird noch was. Ich weiß halt nicht mehr ganz genau, wann ich die jetzt hier erwischen muss. Ist auf jeden Fall zu spät. Das heißt, ich muss früher losschießen. Und das ist halt einer von vielen Gründen, wieso ist halt, warum ich Team Chaotix immer so ein bisschen. So. Nur noch einer. Hey, hey. Wenigstens zwei auf einmal erwischt. Nee, auf den müssen wir nicht schießen. Na, immerhin. Gott sei Dank, geschafft. Nein, jetzt ist gut. Oh, komm. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Genug Kanonen-Action, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Wenn ich da hinschieße, dann bringt es irgendwie so überhaupt und gar nichts, habe ich so das Gefühl. Dann fallen wir bestimmt noch in den Tod. Nee, danke, es muss nicht sein. Ja. Ja, natürlich. Ich schieße mich dran vorbei, damit wir den ganzen Mist nochmal machen. Ich will nicht mehr. Echt nicht. Das ist doch scheiße. Du kamst da jetzt aus dieser Endlosschleife mit dieser Kanone einfach nicht mehr raus, weil du immer wieder reingekommen bist in diese Kanone. Da fallen wir einfach mal so völlig random runter. Ist auch okay. Ich hasse es. Oh Mann. Ninja power! I failed!
her das Upgrade. Wir müssen draufbleiben, bis er tot ist. So. Irgendwo noch was gedroppt? Nö. Okay, dann weiter. So. So, und warten, und warten, und einfach mehr warten. Und nochmal! Yeah, hey! Na, auf der einen Seite ist halt wahrscheinlich einfach nur Z-Spam. Auf der anderen Seite ist einfach nur, Aber naja, ist halt so. So. Achso, es reicht noch gar nicht, okay. Hatten wir nicht genug Ränge bekommen dadurch. Natürlich auch toll. Zur Abwechslung. Da müssen wir das mal ändern. So. Das sieht doch schon besser aus. Und durch da. Und warten und warten und einfach immer warten. Bis halt alle angekommen sind und so. Zum tollen Konzert. So, der nächste bitte. Genau. Finish him. Einmal Z-Taste drücken, das ist wirklich Gameplay-Element. Wow. Und dann halt so dieses ultra nervige, weißt du? Was du nicht verstehen musst. Oh, naja. Ist halt so. Einmal, zweimal. Und dreimal. Okay, gut. Wir haben jetzt nicht ganz so viele Ringe gegeben, aber ist auch nicht weiter schlimm. Ich meine, wir kommen jetzt hier auch schon weiter. Hier nochmal unnötige Upgrades, weil. Nicht nötig und so. Warte mal. Nee, das bringt ja so gar nichts. Höchstens hier mit ihm hier. So, das waren die. Die da hinten sind noch nicht gespawnt. Jetzt spawnen sie. Okay. Halt so diese Endlosschleife einfach nur von der Kanone. Ist so ein bisschen echt ätzend. Das Schlimme ist halt auch, so kurz nach dieser Sequenz ist sowieso alles vorbei. Wenn ich mich nicht irre. Und da landet der Feuerkanone, warum auch immer. Wo ich nichts anderes gemacht habe als sonst. Da haben wir ein paar von den Vögeln wenigstens erwischt. Ist doch auch schon mal etwas. Nix erwischt, das geht natürlich auch bei der Gegnermenge, die da hinten einfach nur auf uns wartet. Kleingeld. Dafür jetzt wiederum einen schönen Triple Kill. Irgendwann kommen wir ja schon noch durch. Irgendwann. Okay, ich würde sagen, die linke Seite ist auf jeden Fall durch. Noch die hier.
Smash them all! Nur noch zwei. Sehr schön. Und der Vogel. Ey, du Vogel. Ja, das war jetzt viel zu spät. Da kann ich ruhig noch mal ein bisschen warten. Schon später. Nein, ich will doch hier einfach nur weg. Will doch nur weg. Weg von der Kanone. Ach, jetzt klappt das wieder nicht. Das ist doch Mist. Und dann stoßen die mich hier bestimmt runter oder so. Mist. Na, jetzt haben die mich da reingeschubst. Geht natürlich auch. Das ist doch scheiße. Sorry, aber ist so. Keine Chance, da irgendwo zu landen. Es sind auch viel zu viele. Ja, so wird das nichts. Direkt in die Kanone landen kann ich, aber davor nicht mehr. Vorher ging es noch so das ein oder andere Mal, aber jetzt auch schon nicht mehr. Ja, okay. Ja. Nee. Also nee. Einfach nur nee. Und drücke schon dauernd Z, damit ich dann, wenn ich den Boden mal irgendwann berühre, einfach nur dann die Ulti mache. Oder sowas. Die Kanone kann ich super treffen. Aber nicht den Boden. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Sorry. Ja, rutscht da einfach wieder runter. Das ist so scheiße. Wir sehen uns in der nächsten Folge.